holen Sie sich Ihre Prämien wieder zurück. Bundesgerichtshof urteilt Prämienerhöhungen der PKV unwirksam. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Bundesgerichtshof in Zivilsachen hat am 16. Dezember 2020 entschieden, Prämienerhöhungen von privaten Krankenversicherern sind unwirksam. Betroffene Krankenversicherte können sich jetzt ihre zu viel gezahlten Prämien wieder von ihrer privaten Krankenversicherung zurückholen. Der BGH hat geurteilt, dass Prämienerhöhungen, die die private Krankenversicherung ja nun fast jedes Jahr vornimmt, bestimmten formellen Anforderungen genügen muss. Die Versicherungen müssen bei Prämienerhöhungen Angaben zur Rechnungsgrundlage machen, wie zur Versicherungsleistung oder zur Sterbewahrscheinlichkeit, deren Veränderung die Prämienanpassung veranlasst hat. Reine formelhafte Angaben wie die Mitteilung, dass die Prämienerhöhung sich allein auf den Kostensteigerungen im Gesundheitswesen oder in dem medizinischen technischen Fortschritt begründet sind, unwirksam. Und solche Begründungen hat es ja in der Vergangenheit wahrscheinlich hunderttausendfach, millionenfach gegeben, wenn es um die Prämienerhöhung der PKV ging. Und aus diesem Grunde können sich viele Versicherte oder Sie, die also in der privaten Krankenversicherung voll versichert sind, Hoffnung machen, dass die Prämienerhöhungen aus der Vergangenheit wieder rückgängig gemacht werden müssen. Denn der BGH hat Folgendes gesagt: Die Prämienzahlung wird erst wirksam, wenn die PKV den Begründungsmangel nachholt. Das heißt also, eine rückwirkende Heilung oder Wiedergutmachung des Begründungsmangels gibt es nicht. Damit ist klar, Sie können für die Vergangenheit, wenn Sie auch in diese Fallgruppe mit hineinfallen, dass die Prämienerhöhungen bei Ihnen nicht ordnungsgemäß begründet worden sind, Prämien, zu viel gezahlte Prämien zurückverlangen. Und deshalb ist jetzt Zeit zum Handeln. Sichern Sie sich bitte Ihre Ansprüche, aber bevor Sie jetzt losgehen, lassen Sie das bitte erstmal prüfen. Gucken Sie erstmal bitte mit einem versierten Fachanwalt für Versicherungsrecht oder mit einem Versicherungsberater vor Ort, ob denn überhaupt auch die Voraussetzungen gegeben sind, dass Sie Ihre Prämienerhöhung tatsächlich wieder zurückbezahlt bekommen. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs können Sie als Pressemitteilung auf der Online-Seite des Bundesgerichtshofs oder in unserem Beitrag vom 17.12.2020 auf Rentenbescheid24 nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.